so das nächste nochmal in eine Sache mit den Kindern. Also sie brauchen da keinerlei Berührungsängste haben. Also auch wenn sie Arbeiter sind und alles normal verstehen oder Meister und so, müssen sich vorstellen und dann eine eigene Firma haben wollen. Also wie sie Mut haben, gemerkt haben, dass sie es schaffen. Müssen sich vorstellen, wenn sie da weiter oben irgendwas leiden, die denken, sie sind intelligenter und sind untereinander noch gemeiner und verlogener. Ne? Und da spielt ja auch viel Eitelkeit eine Rolle und viel mehr Geld und man ist ja was, wenn man irgendwas auch macht oder so. Ne? Oder mit irgendwas dumm tun kann, sei es ein Auto, eine Yacht oder ein Haus oder weiß ich auch nicht. Jedenfalls brauchen sie da keinerlei Angst haben, wenn sie sich doch für uns entscheiden sollen. Wir bauen sie in aller Ruhe auf, aber sie müssen nicht. Selbstverständlich kann man das als Reicher natürlich auch alles verwalten lassen. Man muss auch bloß aufpassen, dass man die richtigen Leute hat. Aber ich möchte denn zumindest, dass es ein bisschen zu kontrollieren, damit man da nicht alles klaut. So, wir wissen ja noch nicht, wer sich da für uns entscheidet. Und, also alle sind gleich bei uns. Ne? Der Arbeiter und was weiß ich, der Superingenieur. Ne? Aber alle sind gleich und alle werden gehört. Ne? Also das möchte ich mal sagen. So, und erst bin ich der Silberrücken. Ne? Und dann fühlt man sich erst noch ein bisschen, bis man dann so ein richtiges schönes Kollektiv ist, eine schöne Familie wird, ne? Oder ne? So, und sie müssen alle verträglich sein. Ne? Ich will da nicht hier, naja, das sowieso, ne? Also so wie wir uns ein bisschen kennen, dann geht es erstmal los. Ne? Partnerschaft, Sex und so weiter und so fort. Selbstverständlich kennen sie alles, aber ich gehe lieber nochmal alles mit ihnen durch. Ne? Weil ich möchte nicht Mord und Totschlag haben lassen. Ne? Die beiden Alten werden mit mal wach, dann gibt es da ihr Kriegsgeschrei, weil Männer in einem Wald und sie will man ja nicht verstecken. Also das möchte ich nicht erleben. Ne? Deshalb, ich weiß, sie wissen alles und wir unterhalten uns dann trotzdem nochmal zu hören. Ne? Oh nein, nein, wir wissen auch nicht alles. Trotzdem unterhalten wir uns mal drüber, ne? So, also da brauchen Sie keine Angst haben. Es gibt absolut keinen Muss. Sie sollen ihr Leben gestalten. Aber ich bitte darum, dass wir auch die ersten 2 Jahre dann wenigstens so ungefähr immer zusammen sind, ne? Und nicht, dass Sie dann schon reisen sollen. So, und wenn Sie dann reisen wollen und so, dann reisen Sie eben dann, ne? Es ist doch Ihr Leben, was entscheidend. Würde mich auch freuen, wenn Sie gleich begreifen würden, man kann immer nur ein Auto fahren. Man kann auch nur ein Haus haben oder vielleicht 2 oder 3. Aber mehr braucht man nicht. Also auch ich kann nicht 2 Autos auf einmal fahren. Das wäre schön, wenn man dann so wäre. Das sind so die ganz großen Spinner, die dann lauter Autos haben und Kontrollen und das, was ich alles mache. Naja. Weil das Problem ist, auch andere sollen was davon haben. Und das ist sehr schön, wenn die Belegschaft und so, wenn sie sich alle ein bisschen zugehörig fühlen. Wenn das so mehr auch eine familiäre Atmosphäre ist, auch wenn es sehr, sehr groß ist. Ich möchte nochmal sagen, wir werden natürlich separat in der Familie wohnen mit Häusern. Da wird es auch Häuser geben für Besucher, Wissenschaftler und so weiter. Da wird es auch Häuser geben für Freunde und so weiter und so. Ne? Und dann wird es natürlich auch fürs Personal Häuser geben. So. Alles ein bisschen gezählt. So, da weiß ich noch nicht so, da weiß ich noch nicht so, wie so ein einfacher Arbeiter denkt oder so, aber dann auch gleich so ein großes Haus haben will, wie wir haben. Also wie Sie haben. Unser Haus wird ja größer sein, weil da wollen wir alle Land haben. Deshalb muss es größer sein. Das weiß ich einfach nicht, oder ob Sie lieber ein kleineres Haus haben wollen. Das weiß ich alles nicht. Und, bei Ihnen ist es auch wichtig, dass Sie gleich lernen. Sie können sich im Prinzip alles leisten, alles kaufen und dann. Auch so, wie Sie jetzt manchmal schon mitkriegen, Sie kaufen irgendwas umsonst, was Sie gar nicht brauchen, das liegt nur rum. Kann man mit viel Geld natürlich noch viel, viel mehr totalen Unsinn umsonst kaufen. Beispielsweise ein Handy mit dicke Diamanten drauf oder so. Ja. Oder irgend sowas, verstehen Sie? Das wäre schade, wenn Sie dafür Geld, das würde uns ein bisschen leid tun. Da würden wir uns doch freuen, wenn das so wäre. Gut, man, okay, wenn Sie eins andere mit Diamanten. Okay, kann man dann auch nicht sagen, dann ist Ihr Geld. Aber das wäre schon schön, wenn Sie da ein bisschen auf dem Teppich bleiben. Da müssen wir sehr, sehr aufpassen. Und das ist ja nicht schlimm, wenn Sie auch ein bisschen an uns richten und unsere Meinung akzeptieren, weil die haben alle Probleme. Also wie einer Geld hat, kann er das nicht offen lassen, weil es nie gelernt hat. Oder dreht so total durch, oder so wie eine Erfolgung und so. So, und das bringen wir Ihnen alles bei. Und Sie müssen nicht und Sie können. Und das möchte ich auch nochmal genau sagen mit diesen 10 Jahren, was ich gesagt habe. Die ersten Jahre, also ich denke, sind jetzt 10 Jahre drauf, das sind eben unsere Lebenserfahrungen, das ist alles. Das kann sich gar nicht vorstellen. Und das ist alles sehr, sehr stark bei uns. Deshalb brauchen Sie keinen Schreck kriegen und so. Wichtig ist, dass Sie ehrlich sind zu uns, weil sonst bedeuten Sie später her, dass Sie uns überhaupt abgelogen haben.
Weil wir sind wirklich so, wie wir stehen. Wir stellen uns nicht für andere da oder so. Genauso sind wir täglich. Im Moment voll Drogen, ein bisschen toll. So, und sie können uns alles fragen, sie werden alles von uns erleben und ich weiß auch noch nicht, was das alles ist und so und in welche Richtung das geht und so, aber jeder kann, wenn er will, kann er häkeln lernen, stricken lernen, stopfen lernen. Jeder wird lernen, wie er ein Rad wechselt am Auto, jeder wird lernen, wie er ein Loch in der Wand bohrt und so weiter und so fort. Wenn er es will, das bringt ihm alles voran, das ist kein Problem. Mit die auch mal so backen, kochen und so weiter. So alles andere, selbstverständlich, weil das könnte gefährlich Schutz werden. Jedenfalls, ich schon das gleich jetzt machen.